Drop the bass. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Dabei liegt auf Isaac Afbuff Plus. Dieses Mal spielen wir wieder normal weiter und wir spielen eine Runde mit. Ist für mich auch schon wieder. Also, letztes Mal war es ja auch schon eine Weile, aber diesmal ist es lokal noch länger her. Das letzte Mal, wo ich auch noch war, am 23.06. Heute der 10.10. Also mit Abstand noch weiter oder länger her als das letzte Mal. Aber dieses Mal werden wir eine Runde mit. Ja, Lilith. Lilith, ja, komm, ich spiele eine Runde mit Lilith. Ziehen wir es durch und probieren unser Glück. So, und ja, jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt auch Ewigkeit nicht mehr gespielt, zwischenzeitlich glaube ich einmal noch. Aber da habe ich mich total schlecht angestellt. Aber gut, ich muss mich echt wieder dran gewöhnen an die Steuerung. Aber so ist es ja immer. Kommen natürlich jetzt solche Räume, wo es ein bisschen benachteiligt ist mit dem Begleiter, aber bis jetzt klappt eigentlich alles sehr gut. Oh, nice! Das ist ein richtig cooles Item. Naja, primär eigentlich, wenn man mit sowas wie Lilith spielt und mit diesem Item kombiniert. So, jetzt hätte ich ja noch eine Blood Donation, um noch irgendwie Höhegang zu verlieren. So, Snow ist natürlich richtig gut. Können wir eigentlich gleich zum Boss Rovers reingehen und jetzt eine, oh stimmt, eine XL-Ebene. Das war mir jetzt gerade so nicht bewusst, aber dadurch, dass ich wieder so richtig viel Begleiter dadurch habe, ist es natürlich richtig, richtig nice. Ja, komm, schieß nur Köpfe, ich habe nicht mal ein Problem und erledigt. Super Bandage lasse ich, glaube ich, mal noch liegen. Jetzt, das macht ja eh kaum Unterschied aus. Ich werde jetzt wahrscheinlich hoffentlich nicht auf dieser Ebene so viel Schaden bekommen, dass ich mich denn aufregen werde drüber. Aber jetzt schauen wir mal, was noch auf dieser Ebene so kommen mag. Weil es könnte natürlich jetzt sein, wir kriegen einen Level hier. Und da könnte es unter Umständen sogar sinnvoller sein, dass wir nur ein Herzchen haben. Schauen wir mal. Und da wäre jetzt mindestens schon mal ein Stick zum Aufladen. Challenge abkommen nehmen wir mit. Ja genau, das wird definitiv erhöht. Nee, Challenge ab. Ich kann halt das mehr und okay. Gut. Allerdings. Nee, jetzt können wir eigentlich direkt zum Boss gehen. Jo, komm. Gehen wir, direkt zum Boss, aber das mitnehmen. Na, lass mal noch liegen. Ist ja eben gesagt. Oh. Wie ich gesagt habe, lass mir das mal. Okay. Könntest du bitte weniger Bomben spawnen? Oder einfach in deinem. Okay, oder einfach im Feuer. Nochmal reingehen. Einen habt ihr. Das ist jetzt halt die Sache. Komm. Moment, wo müssen wir eigentlich hin? Im Prinzip könnte man hier auf Angel Deals gehen. Guck mal rein. Okay. Bis auf das Rechte hier. Das wäre richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, wir gehen, obwohl wir mit Lilith jetzt mehr so böse aussehen als gut, werden wir wohl mit auf Angel Deals gehen. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir noch ein Item rein. Da habe ich kein Problem damit, nur dass es hier gerade sehr knapp war. Hier könnten wir reingehen mit einem halben Herzchen Schaden. Wir könnten uns dann natürlich ausreportieren. So, jetzt hätte ich gerne nur den Goldbraun. Und ich hätte jetzt gerne an sich das geplant, dass wir vielleicht auch, kurz, dass wir auf Angel Deals gehen werden. Oh, noch ein Begleiter. Mongo Baby, welcher ist es? Ah, Double Low. Richtig gut an sich.
und zwei Soldats. Okay, ich werde definitiv da oben rein. Jetzt soll ich den Raum da unten noch machen? Nee, komm, ich versuche mich zu beeilen, dass ich zumindest mal, also, das passt schon. Gehen wir weiter. Das Wichtige haben wir und wir sind gut, haben gut begonnen mit den Items und gehen direkt auf Ebene 3. Komm, wir gehen gleich direkt dahin. Okay. Das war doof, aber prinzipiell bin ich jetzt trotzdem sehr happy über das Item. Das ist richtig fucking geil und das ist einfach nur ein blöder Raum im Allgemeinen. Aber Nummer 1 schon mal erledigt. Das ist hier oben. Und, oh nein, das war total dumm. So, Nummer 1 und... Achso, was mache ich gerade? Okay, das hat wenigstens zum Schluss noch geklappt und ich habe... Wow, hat sich definitiv gelohnt, der Teleport schon wieder. Aber dieses Mal zum Glück ein Raum, wo man den sich ganz entspannt auf eine Seite stellen kann und einfach abwarten kann. So. Oh, das hat sich super gelohnt. Eine Bombe. Schauen wir mal hier lang. Ich sollte eigentlich gleich gegen das Ding da kommen. Komm, machen wir es so. Der hat mich fast getroffen. Machen wir es so, wir machen einfach ewig viel. Begleiter. Ich kann noch irgendein... Stimmt, doch, der letzte hätte noch ein Schock sein können. Egal. Nee, nicht können, er hätte garantiert was. So. Mich heilen. Komm. Kriegt mir prinzipiell mehr. Wow, das war... Jetzt muss ich doch mal ein bisschen doch mal aufpassen, was ich hier eigentlich so veranstalte hier. Im Moment fühlt es sich sogar richtig an, dass ich direkt zum Boss gehe. Und perfekt zum Boss ist mein Item wieder aufgeladen. Komm, geh mal hier hin. Da ist schon niemand im Weg. Geld, nice. Das war ja natürlich alles. Ich wollte, dass er zu mir kommt, dass ich ihn schneller auf der größeren Fläche erledige. So, ein bisschen mehr konzentrieren. Und dann kriegen wir das auch ohne Probleme irgendwie hin. So. Und noch nicht. Okay. Und das. Oh, okay, Gott sei Dank können wir slowen. Oh, gut, hab jetzt in der Situation gar nichts gebracht. Aber durch das, dass wir so viele Kugeln haben, macht der Tag wirklich viel Laune, den zu erledigen. Trinken? Vielleicht Angel Gear. Oh, es gibt, glaube ich, Devil. Holy Shot. Ja. Okay, kein Glück gehabt. Aber das ist zum Glück der einfache von beiden. Oh, okay, das war richtig gut. Komm her. Komm. Ich wollte gerade sagen, was du schießt denn? Der macht ja auch noch so schräge Schüsse. Ja, genau, da waren die schräge Schüsse. Aber nicht nach rechts. Das kann nur der andere. Und erledigt mein Schlüssel mit dem Uno und hier spreng ich einmal. Aber ich glaube, ich gucke da mal sicherheitshalber. Das ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich nicht mal die Seite aufhabe. Und jetzt schauen wir mal. Ist irgendwie mir gerade unangenehm. So ein Item, was eigentlich irgendwie selbsterklärend ist. Es gibt drei Bomben, glaube ich, noch ein schwarzes Herzchen. Und wo haben wir es denn, den Pakt? Der müsste ja hier sein. Ich schon nicht, ne? Es gibt auf jeden Fall
bombendes Item. Hier. Matchbook, genau. Bürger 3 Bomben finden. Es ergibt kein Devil-Up an sich. Okay, gut. Das ist schon mal gut. Das erhält nicht die Devil die Chance. Das freut mich. Und ich habe noch 3 weitere Bomben. Und weiter geht's. Wo sind wir denn jetzt? Bei 8 Minuten 14 ist auf der 4. Ebene. Oh nein. Oh. Ich kann sagen, ich habe ja schon einen erledigt, aber nee, der ist. Okay. Okay, Nummer 1 erledigt. Damit die mal weg sind. Komm. Und jetzt dich, komm. Diesmal habe ich jetzt schon wieder Ewigkeiten gebraucht. Und da wäre die Batterie schon mal, also wenn es hart auf hart kommt, kann ich den einmal einsetzen. Die Bomben an sich, um da mal reinzustecken. Aber ich frage mich jetzt überhaupt. Okay. Ich glaube, das könnte der Angriff so zwischen sein. Okay, das ist schon mal gut. Die habe ich nicht gesehen. Zick. Oh, danke, das Soul hat richtig. Noch ein Begleiter. Richtig nice. Ich hätte es da hochschieben können. Ich glaube, hier ist ja eh ne. Also, ich denke, dass hier eine Sackgasse ist, aber ich würde es nur halt auschecken und hoffen, dass hier es zum Boss geht. Das gibt irgendwie schon Sinn, aber eigentlich weniger Ausbaumöglichkeiten wäre auch in Ordnung. Nicht schade. Ne? Oh, ich bin schon wieder unten. Ich sehe einfach nichts. Ich bin hier. So, warum krieg ich Geld? Jetzt ein Boss, jetzt sind wir bei ihm. Und hier unten noch. Warum habe ich gerade Glück und warum kriege ich Geld? Okay, ich habe gedacht, ich kann blocken, aber ich glaube auch nicht. Was mache ich hier? Okay. Okay, das sage ich nicht und weiter geht's. 10 Minuten denkt, da können wir einen Bosswasch noch machen. Ich glaube, das wäre, glaube ich, das, was wir so gerne machen könnten, wenn es wieder hält. Das freut mich so. Und hier werde ich definitiv mal nachwickeln und hoffen, dass ich da Soul Hearts rausbekomme. Und 2 Bomben. Ja. Okay, also gut. Ich habe es verstanden. Ich darf nicht sowas machen. Ich hätte auch nichts einspielen können, dass da sich so Heimliches versteckt. Vielleicht ein Item? Nö. Okay. Doch, könnte ein Item drin sein, aber nur wenn es direkt ein Item gewesen wäre, hätte ich ja gesagt. So. Zack, komm. Und noch dich als letztes. Komm, einmal Sloan. Ich guck noch ein bisschen weiter rum. Oh, Schock. Bezug oder sowas, der kleine Bibel, setze ich einmal ein, nehme aber bisher definitiv mit. Ich weiß nicht, wenn ich den hier springe. Macht gar nichts da. Gut, dass ich eine Lockdown-Pille bekommen habe. So. Und noch dich. Hat nicht mal ausgereicht. Komm. Gut. Okay, jetzt habe ich alle Sackgassen erkundet, aber Gott sei Dank sind das nicht so lange Sackgassen, wo ich den halbe Stunde in eine Richtung laufe, wo ich keinen Bock mehr habe. Aber gut. Bisher sieht es richtig gut aus. Jetzt hätte ich gerne noch irgendwas so. Batteriemäßig, wo ich schneller wieder aufladen kann oder mehr aufladen kann. Da oben kann es definitiv nicht sein. Und schauen wir mal hier nach unten. Also es ist schon mal so ein kleiner Boss, aber nur nicht den, wo ich eigentlich erwartet habe. Aber mir fehlt ja zugegeben auch noch der Goldraum. Ja.
Danke für die Bombe. Wo bin ich eigentlich? Ich bin auf der Steps 1. Noch die und nächste Ebene. Und da wäre schon mal der Boss. Soll ich den gleich mal anschieben? Durchziehen? Ja, komm. Okay. Ja, ist kein Problem. Ich kann euch trotzdem erledigen. Okay. Da habe ich wohl Glück gehabt. Definitiv viel Glück gehabt. Dass ich da nicht getroffen werde. So, und schon wieder kein... Oh, komm, ziehen wir es durch. Maggie's Raid. Ja, eigentlich logisch das hier. Okay. Aber wir liegen sehr gut in der Zeit. Jetzt hoffen wir, dass die nächste Ebene keine ultra mega riesengroße Ebene ist. Dass wir das erfolgreich hinbekommen können dürfen. Dass wir doch zum Boss Rush kommen. Komm, laden wir es noch auf und weiter geht's. Wir haben, genau, da war noch der Raum. Ich hab's vergessen, das war jetzt gerade pures Glück, dass ich es noch getroffen habe. Ich nehme das mal vorsorglich mit. Vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, es irgendwie erfolgreich einzusetzen. Ich kann dreimal da hingehen. 1, 2 und 3. Ja, warum macht er das nur? Tja. Bitte hör du auf und schieß mich. Okay, gut. Okay. Nein, ist das so klar. Ich habe jetzt nur noch einen. Okay. Also bis jetzt hat die Ebene richtig schlecht aus. Dann muss ich einfach mal ein bisschen beschreiben. Und ich setze sie ein. Ich bin glaube ich tot. Vor allem, wenn ich einfach so unkonzentriert bin. Und ich bin tot, oder? Nein, ich habe noch Leben. Oh. Fast noch eingelaufen. Also ich habe definitiv noch ein Herzchen. Kann sich aber ja ratzfatz immer ändern. So. Okay, dahin, wo ich nicht getroffen werden kann. Oh, danke schön. Sollte man mehr Soul Hearts kriegen, aber ich krieg grad irgendwie gar nichts. Okay. Geh kaputt endlich. Okay. Oh, das war schlecht. Okay. Ja, ich hab rote Herzen voll. Okay, Bomben. Ja, okay, komm. Prinzipiell gut, aber wenn ich nicht weiß, wie viel Leben ich habe, fühle ich mich gerade sehr ungesund. Ja, ich gehe hier lang. Eine Kiste, was haben wir hier? Soul Heart bitte? Oh, Geld. Vielleicht kriege ich ja noch einen Shop. Ich habe schon irgendwas Gutes gehört, aber ich glaube, das werde ich sogar eingehen. Wow. Okay. Was ist. Oh ne, ich habe keinen Schlüssel. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Um nicht zu sagen, dass es blöd ist. Und da war der. Und da waren gleich zwei hintereinander und. Gut.
So. Okay, das hat irgendwie funktioniert. Ja, Gott sei Dank. Ich nehme definitiv das damit. Oh, was war das nochmal für ein Geschenk? Was machte das nochmal? Ja. War da ein random Item drin oder? Sponsor random item from the current room. From the current room. Item room. Okay, haben wir schon. Also, im Prinzip würde ich gerne Batterie haben, wo ich hier theoretisch gehen kann. Okay, Schrott. Hat sich definitiv gelohnt. Und der Rest hier raus. Oh, drei lang. Nice. Also im Prinzip würde ich gerne, hätte ich Schaden bekommen sollen. Das wäre geil. So. Und da haben wir den Boss. Okay, ist noch nicht. Und nice. Und direkt. Er fand es. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir treffen, ist schon relativ hoch. Das ist definitiv außer Frage. Oh. Aber ich habe leider keine Ahnung, wie viel ich habe. Das ist das gar nicht zu sauber gemacht. Ich hoffe auf ein Engelschild, wie das noch klappt. Also ich hätte mal ausweichen können, wenn ich einfach hier von mir gewesen wäre. Das war ein Engelbier, ich nehme es Polarauf definitiv mit und schaue mal hier rein, hol mir das, das da und das da und hoffe, dass ich das fucking Ding relativ einfach schnell erledigen kann, dass ich noch den Bosswasch machen kann. Okay, das hat schon mal funktioniert. Okay. Also, okay. Das hat schon mal super funktioniert. Ich hab noch Lemon Pie. Zack. Soulheart, Soulheart. Komm. Bitte den Soulheart, bitte den Soulheart. Oh, du Scheiße. Okay, nach oben. Toxic Shots, Bloody Dead Ski. Dead Ski wäre richtig cool, aber ich nehme glaube ich das mit, weil der Schaden will ich nicht kassieren. Bloody Last Rages Building. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich glaube ich sollte mich auf den anderen fokussieren, was dann auch nicht funktioniert hat. Aber jetzt muss ich wirklich mit meinem Leben aufpassen und haushalten. Es wird ja immer einfacher, umso länger das Ding geht. Aber ich muss trotzdem immer noch ausweichen, mich fokussieren. Was ich eigentlich, ehrlich gesagt, bis jetzt noch gar nicht wusste. Und er lebt noch? Oder war ein zweiter? Okay. Oh, dankeschön. Ich fokussiere mich mal. Okay, dann sind wir mal eins erledigt. Da wurde schon mal. Okay. Okay. So, und jetzt kommt sie mir. Vor einfach eine halbe Stunde bisher. So. Oben und jetzt Mitte, glaube ich. Schütteln. Ich treffe ihn. Ah, da, okay. Du kannst eigentlich treffen, zwar, aber in dem Fall habe ich schon getroffen mit den Leiterchen.
so. Okay. Einmal weg von der Mitte da. Okay. Dann, okay, da habe ich ja ein Problem. Ich muss verzeihen. Wo sieht denn als letztes und erstmal den da gehen? Ja, da habe ich glaube ich eine Chance, wenn ich den da als zweites. Was? Wo? Hä? Töte und ich habe den da gebaut. Gut. Okay, erstmal auf den Engel gehen. Ich habe keine Ahnung, was auf der anderen Seite ist. Okay. Einer, wo mich prinzipiell schon abfacken kann, aber der Engel fackt mich prinzipiell mehr ab. Ich muss den immer im Auge behalten, genau. Sowas. Und erledigt man. Okay. Also ich habe immer noch genügend schwarze Herz bzw. Soul hat. Ich kann einen Rand gemacht, das ist die Frage. Glow. Gut, dass ich jetzt sehr wenig mit ihm beschäftigen musste. Okay. Aber. Okay, komm, und ich bin nicht zu mir zu weit hoch. Ich bin einfach gar nicht, das ist mir eh nichts. Komm, und dann lege ich ihn. Nice. Dann bin ich einfach. Alles gut. In dem Fall sollte ich doch zu sehen, dass ich das und das ist. Immer im Kreis, immer im Kreis. Immer im Kreis, immer im Kreis, immer im Kreis oder ein Halbkreis, auch wenn die Frage nicht ist. Glaube ich, der Halbkreis vollkommen in Ordnung. Lieber jetzt abstarten. So. Erledigt. Okay, beide, wo vielleicht einfach erledigt werden können. So. Ich habe jetzt länger gebraucht, als ich gedacht habe, dass ich brauchen würde. Tja, hätte ich das nur nicht gemacht. Ja, jetzt komme ich garantiert nicht zu. Zu der Hasch. Naja, würde ich halt was anderes machen. Da muss ich ja noch häufiger spielen. Oh, was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich sollte mal warten, bis meine ganze Armee dann kommt. Alter, wie viele Begleiter. So, und jetzt glaube ich, sind wir jetzt am Ende. Dass ich jetzt hier noch ein bisschen aufpassen soll. Okay. Dass ich glaube ich nicht mehr einsetzen muss. Ja, ich hoffe, das reicht. Ich habe kein Problem. Ja, gut, dass nicht von da runter geschossen hat. Egal, bitte eh keine Rolle. Bin ich gleich erledigt? Oder hast du einfach zu viel? Und ich würde irgendwie hier wahrscheinlich das kleine getötet haben. Die kleinen Gegner oder so. So, komm hoch. Naja, egal. Reicht mir schon aus, die paar, wo hier oben sind. Okay. Ich will mich direkt da ausweichen. Okay, ich habe immer noch schwarze Herzen bzw. Soul Hearts. Ich habe zwar hier noch keine Ahnung, aber das werden wir jetzt bald in Erfahrung kriegen. Okay.
Gut, dass sie erledigt sei. So, endlich geschafft. Ein geiler Begleiter noch zusätzlich bekommen. Ich hätte aber auch das so machen können. Aber gut, habe ich gesagt. Okay. Oh, das habe ich komplett vergessen. Dann hätte ich ja das Blue Baby, also was habe ich gesagt, Hasch, besser erledigen können. Shit. Naja, aber dafür kriege ich den Rest hier hin. Ja, vielleicht haben wir ja sogar Glück, dass wir den Kampf wagen dürfen gegen... Was jetzt natürlich auch nicht wäre, wenn ich... Habe ich ja noch nicht mit ihm erledigt. Ja. Ja. Ich hab schon wieder vergessen, wie der Bett der Endboss heißt. Nach Mega Satan. Gut. Ich muss mal gucken. Ah, ich hab Schlüsselstücke von mir geholt. So, jetzt hoffe ich, dass ich noch ein. Oh nein! Oh nein! Oh, 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 oh. Ich hasse dich. Okay. Hat zum Glück alles gut funktioniert. So. Das war per Pudel. Also, ich sehe gerade, was hier oben ist. Ich habe ziemlich viel rotes Leben. Oh nein, so lustig. Okay. Hat nur eine halbe Stunde gedauert. Das soll hat wollte ich nicht, aber gut. Jetzt habe ich schon eingesammelt. Okay, gut. Das war jetzt eigentlich jetzt so geplant, aber das hat jetzt besser funktioniert als gedacht. So. Oh, ich bleib direkt da stehen. Was bin ich denn für ein Idiot? Eine Pille. Wow. Nein, danke. Da werde ich nicht zu schnell reinspicken wollen, müssen, können. Komm ich schon gar nicht. Zuck, zuck. Und. Den und dann ist schon weiter weg. Und irgendwas gefunden. Kann ich schon erledigen? Ja. Okay. Also das ist vieles Ausweichskill. Machen. Gut, dass ich so viel Begleiter und viele Schüsse habe. Okay. Hier ist Upgrade gut. Ich glaube, ich habe soweit alles, was ich hier haben möchte, könnte, wollen würde. Ja, ja. Okay, weiter geht's. So. Da doch der Plan. Ich kann nicht sehen, was ich für Items bekomme. Jetzt bin ich gar nicht hier. Ah. Devil Deal. Und ich habe keine Ahnung, was ich mir da holen werde. Garantiert. Außer Farbe. Aber bisher hat es eigentlich, muss ich wirklich sagen, super geklappt. Item-technisch und was man kriegt hat. Und auch gegnertechnisch. Da gab es jetzt nicht so die Abfahrtgegner bisher. Das ist sehr erfreulich. Okay, das wäre schon mal eine Baum, wo ich es definitiv einsetzen wollen würde. Ich setze das von mir aus. So, jetzt hab ich Schnuckelchen. Perfekt. Okay. Ich sollte noch Kisten kriegen, dass sich auch lohnt, das Item.
Nö, leider kein blauer Stein versteckt. So. Oh nein. Gott sei Dank schnell genug. Wir kriegen das Ding eh nicht mehr. Das auf den nächsten. Ne, auf dieser Ebene. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir mit Lilith das probiert haben, hat das dann auch nicht funktioniert. Weil ich genau sowas vercaked habe, denn. Gut. Nein, brauche ich nicht. Würde ich nicht brauchen, wenn ich. Okay, Geld und eine pure Sackgasse. Okay, hier wäre zwar ein so ein Ding, aber... Okay. Jetzt ist die Frage, was wäre jetzt sinnvoller gewesen? Wäre natürlich die Bombe zu sparen. Auf die Stelle komme ich da jetzt leider nicht hin. Ich schlafe schon wieder. Da komme ich eh nicht rein. Gut, dann geht's hier lang. Und quasi ein Boss ist das hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Gut. Okay, was können wir jetzt machen? Jetzt hoffe ich, dass ich irgendwas zum Donation-Raum bekomme. Komm! Ich konnte alles ausgewichen. So. Ich hole mir jetzt trotzdem die Soul Heart, weil ich hoffe nur. Und da der erhoffte Raum. Shit. Wenn ich den springe, hätte ich die Devil die Chance. Wenn ich den springe, hätte ich die Angel die Chance. Aber da ich glaube ich jetzt eh Curse of the Blind habe, gell? Und ich eh nicht sehen kann, wie viel Leben ich Dings da habe, werde ich hier wohl. Zack. Den sprengen, den Sweetie Guy. Und hier werde ich mal so dran spielen. Vielleicht habe ich die Xona. Schade. Noch zweimal spiele ich. Also bis 15 Minuten habe. Xona. Schade. Okay. Was haben wir hier? Das hätte ich nicht sparen können. Okay, zack, und jetzt natürlich. Was haben wir denn hier? Pretty fly. Richtig gut, richtig gut, richtig fucking gut. Ja. Oh, was mache ich? Ich bin einfach stehen geblieben. Keine Ahnung, was mir da jetzt in dem Moment eingefahren ist, dass ich einfach stehen geblieben und nichts gemacht habe. So, in dem Fall hat sich es eher übrig gut, dass ich. Dann komme ich ja eh nicht hin. So, jetzt schauen wir mal. Oh, hier kommt eine Münze. Vielleicht. Eine Münze, okay. Und noch nicht als letztes. Das hat schon für große Tränen. Auch nur die. Okay. Zack. Und hier werde ich. Okay. Cool. Ein Miniboss, wo die Bombe ist. Aber dadurch haben wir jetzt noch einen weiteren Begleiter.
da werde ich noch definitiv spielen und noch ein Herz hinzukriegen. Und hoffentlich ein Herz hinzukriegen, sagen wir mal so, um letztendlich voll zu sein. Dann für das ganze Geld. Wow. Ich möchte eigentlich noch andere Sachen. So. Das letzte Mal. Okay. Sad Bombs. Nice. Richtig gut. Noch 20 Minuten kommen. Jetzt habe ich ja Glück, dass ich noch einen Soul Heart. Kann ja auch aus dem guten Herzen da rauskommen. Okay. Aber durch dass ich den Schaden kassiert habe, habe ich den wunderbaren Begleiter bekommen, der mir Schaden verursacht. Also wenn ich im Gebiet drin bin. Aber ich gehe definitiv nach oben, oder? Fehlt mir beides noch. Oder soll ich runtergehen? Ich bin eigentlich schon richtig stark, zugegeben. Komm, ich gehe runter. Ah, nee, ich muss nach oben. Ich habe Polaroid mitgenommen. Ach, Gott sei Dank, ist aufgefallen. Komm. Okay. Gut. Und da haben wir aber schon mal einen Raum, wo ich mich total abkacken werde. Okay. Herzchen? Schade. Okay, der Raum kann gerne kommen. Ich hab ja auch, wenn ich töte. Okay, ich zähle es aus mit Shishin. Ja, definitiv besser als Lockdown. Ich wäre gehofft, dass ich gleich noch irgendwas kriege, um meine Chancen zu erhöhen. Hm. Sollte ich wenig Leben haben, noch nicht unverwundbar machen. Also, das ist ein Schritt voraus. Okay, Gott sei Dank. Das ist einfach ein fucking schrecklicher Raum, wo zum Glück erfolgreich alles so funktioniert hat, wie ich es erhofft habe. Hm, nice. Oh, hält ja viel aus. Lemon Party, okay, das kann ich mal nutzen. Hier Lemon Party. Das hat sie mir zumindest etwas gelohnt. So. Und das ist richtig nice. Ein halbes Herzchen, noch besser. Jetzt hole ich mal noch die Karte. Oh, aber bin ich doof? Bin ich doof? Und erledigt. Nice. Hier würde ich fahren. Aber wollte ich noch finden, dass ich das genau erfolgreich machen werde. So. Jetzt gehe ich gerne rein, wenn ich genügend noch Leben erhalte. Dann kann ich
Spalt reingucken. Oh, kleiner Raum. Das ist okay. Noch machbar, okay. Quality. Nö. Oh, Schlaf. Alter, was mache ich denn? Und geh da mal drauf. Immer das Leben aus ihm raussaugen. Bitte kriegt er den letzten Tick, weil ausweichen kriege ich bei dem locker hin. Oh je. Ich könnte mal gucken, ob da unten oder hier. Schade, aber hier vielleicht. Zack. Hier, bitte, bitte, bitte. Oh, das ist aber so schade. Wo könnte denn noch sein? Hier unten. Hm. Auch nicht. Hier vielleicht. Okay. Einfach nur 5 Bocken genau, bis ich den Raum. Definitiv richtig gute Entscheidung gewesen, da noch zu suchen zu gehen. Mehr Bomben, okay, dann kann ich noch. Ja. Was haben wir hier hübsches drin? Wow. Nicht wahr. Nicht wahr. Okay. Konzentrier dich. Ah, okay. Machen die auch mal noch eine Pause? Ah, stimmt. Hier komme ich ja so schön mittler rein. Und. Oh, okay. Ah, okay. War ein bisschen zu schnell, aber Gott sei Dank. Noch alles im Rahmen. Hier noch einmal testen. Gut. Was haben wir hier? Eine rote Kiste. Soul Heart. Wow. Wow. Hat sich definitiv richtig erfreut. Ich sehe nur nichts. Aber ich bin schon in der letzten Phase. Beweg dich schon. Okay. Kein Tod, oder? Okay. 1, 2, dann habe ich 1,5 Herzen. Ich glaube, da gehe ich nicht mehr rein und ich gehe jetzt einfach gekonnt weiter. Jetzt hoffe ich. 2 Möglichkeiten. Ich bekomme. So, jetzt bin ich auf jeden Fall rundum geschützt. Also, das hier nehme ich mit, wenn es knapper wird. Beziehungsweise, wenn ich in so einen Kampf rein spielen will. Come on, weg mit dir. Ich brauche Platz. Okay. Ich kann mich endlich auf den Kampf kümmern oder mich konzentrieren auf Ausweichen. Von einer Seite, nicht von zwei Seiten. Geschafft und weiter geht's. Definitiv du musst als nächstes weg. Okay, ich mach dich unverwundbar. Kann ich nicht mehr gewinnen, oder? Oder ist der Begleiter fast alles mal? Easy go. Dauert nur eine halbe Stunde. Und der ist ja kein Rast. Ja. Ah. Und jetzt bin ich und bald wieder voll aufgeladen. Richtig nice. Komm her.
lasse ihn mal noch liegen. Okay, ich bin, glaube ich, schnell genug, beziehungsweise ich kann nicht genug die Gegner. Oh, Slow und eine Heilung. Lass ich mal noch liegen. Jetzt noch eine raus. Also ich kann mir zwei Herzen da oben noch holen. Hier kann ich noch einmal voll heilen. Komm, geht deiner. Ja, oder so. Auch eine Möglichkeit. Ein Knopf. Definitiv gelohnt. So. Geld brauche ich hier nicht. Warum? Als erstes treten. Das wird es egal gewesen. Eine Bombe. Ich mag gleich testen, ob ich hier noch was finde. Okay. Gott sei Dank. Mehr Schlüssel. Ich wollte da noch mehr Kisten zu dir. Hast du den Schlüssel? Der Schlüssel. Ich hätte jetzt gerne, sehr, sehr gerne noch eine Batterie. Egal, auch da eine Batterie. Weil ich nicht mehr wenn ich noch einen Raum habe, meine Kollegen. Noch kurz vor dem Boss mich aufladen kann. Ich bleib stehen. Warum krieg ich solches Ding hier? Du bist nicht mit dem Alten. Das werde ich definitiv nicht einsammeln. Fall, wenn ich zu Mega Satan gehe, soll er da sein. Dann hätte ich gerne noch irgendwas, was ich den Autoran teleportieren kann, falls ich den Internet alles wirklich ausholen kann. So. Aber jetzt muss ich definitiv noch einmal aufholen. Okay.
Ach, da war noch eine Bombe, hol ich mir noch. Das kann ich schon mal mitnehmen, weil ich jetzt wieder die Gegner heilen können. Ich hoffe, dass ich mir vielleicht noch ein Item irgendwo rauskitzeln kann. Das hat er nicht. Bestimmt der letzte Raum. Okay, ich glaube. Oh, die können wir keine Leise. Okay. Das war jetzt doch viel zu viel dran. Okay. Kein Glück gehabt, aber ist ja alles jetzt so tragisch. Wir holen das Item und zack. Gehen wir zum richtigen Boss. Vielleicht, wenn der zu lang gehen würde, dann würde ich einfach einmal durchspielen. Aber komm, gut, ziehen wir es durch. Kriegen wir hin. Companion Conceptions. Gut. The Void. Stimmt, so heißt es. Gute Stückchen. Man kann springen, wenn man hier einfach ja. Okay. Aber ich springe hier auf jeden Fall noch. Das kann ich ja noch. Oder okay. Bad Games. Okay, wann mache ich das eigentlich? Wenn ich das nicht. Gut. Noch ein nerviges Wasser, aber noch liegen. Um die Wette heilen zu können. Ich hätte gerne noch mal. Nur um mich rauszuklettern, bevor ich hier irgendwas mache. Umwelt ist jetzt nicht alles. Okay. Muss ich mir merken, dass noch ein paar Herzen sind. So, großer Raum. So, was haben wir hier mal irgendwas stecken? Nein. Okay. Kommen wir hier. Batterie schon mal sehr gut. Aber ich glaube, ich mach die Bosse nicht mehr. Ich weiß es jetzt. Eigentlich kann ich das auch nicht so unter machen. Wie kann ich zumindest mein Ding-Item immer denn einsetzen, wenn ich zum Boss gehe? Und danach wird es immer so schwierig. Nein, danke, werde ich nicht mitnehmen. Vielleicht zum Schluss, wenn ich es geschafft habe. Ja, genau, so mache ich das. Um meine Collection zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich es schon in meiner Collection drin habe. Kann natürlich sein. Bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Aber
bis er weg ist, werde ich nichts tun. Außer ich sammle versehentlich eine. Aber der Vorteil von der Bücher wäre die, ich habe jetzt die Bücher, was natürlich auch richtig geil ist. Gut, hier bin ich jetzt auch in einem Ding geschützt. Oh, ich bin so. Okay. Nein, ich werde erstmal meinen Schutz wieder aufladen. Und den werde ich auf die Felsen finden. Nicht, dass ich jetzt nachher noch mal irgendwie töte, das war ja mein Lager. Ich werde einfach mal alles ausmachen hier. Das ist extra Geld, ich kann es nirgendwo einzahlen im Moment, aber gut. Tja, wie immer eine große Ebene. Und der Hammerhalsch. Also ich werde ihn jetzt trotzdem mal nicht probieren. Und wenn es nichts werden soll, wenn ich Schaden bekommen habe, weiß ich nicht. Natürlich cooles Eis. Okay. Um noch mehr Schüsse auf den Fluss zu kriegen, vor allem wenn sie viele Schüsse machen. So. Die habe ich schon. Ich bin eigentlich nicht beschwörig. Wow, okay. Also wenn ich jetzt hier mehrmals durch so ein Ding durchlaufe, das ist dann jedes Mal nicht etwas erwischt. Das ist ja dann noch nicht aufgefallen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, jetzt nicht fehlt. Ich muss gerade eigentlich relativ wenig da. Gut, da hat es sich, glaube ich, selber sehr viel Schaden gemacht. Das ist schon viel. Ja, okay, bin ich an. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass allein das nicht zurückschießt. Okay, warte. Ich habe jetzt gerade gehofft, dass ich irgendwie das Ding da ohne Schaden nehmen kann. Delirium. Aber zum Schluss noch einmal ein Schaden. Erfolgreich abgeschlossen, aber gut, bevor wir jetzt noch irgendwas anderes machen, werden wir noch eben, ja gut, vielleicht gehen wir ja noch erstmal auf das Albrechts, das ist ein bisschen neu, was ich mir holen werde. Aber erst zum Schluss. So. Jetzt haben wir nicht die Regeln so aufgedrückt, aber ich war ja da schon. Aufgehakt, okay. Gut.
Boden bewegt sind. Komm, ich habe da halt nur zwei Batterien. Okay. Noch eine Batterie. Okay. Jetzt ist ja auch nicht mehr so tragisch. Und so zwei. Okay, das war mal ausweichen. Oh, bis zwei Schlüssel und es tauchen mehr Kisten auf. Gut, freut mich. Felix dran. Felix ist wieder dran. So, oh, plus Lack ab, das heißt mehr von so. Komm, endlich raus. Einfach nur eine halbe Stunde gedauert. So, da oben sind wir. Okay. Wahrscheinlich alle Bosse gleich so nebeneinander. Sollte mir sonst recht sein. Ich hab's ja eh geschafft, egal wie es jetzt rauskommt. Okay, Gott sei Dank. Also ohne wäre das nicht unschaffbar, aber anstrengend. Ich muss so richtig viel Leben, wir können auch der letzten nicht gedacht. Obwohl eigentlich die Delirium eben an sich sein kann. Also, klar, es gibt immer noch so Gegner, wo ich sage, alle da keinen Bock drauf. Aber an sich ist es voll einfach. Aber der Vorteil, ja, wenn man gut ausweichen kann, kann man damit eigentlich auch ohne relativ wenig Schaden durchkommen. So. Kann er mit einem Schuss vergeben? Okay, mehr Damage. Sag ich nicht nein. 26,42 Schaden. Okay. Also. Ich hoffe, ich bin das ist nicht so. Endless Horseman. Ups, das erste Guppi-Item. Nice. Komm, zieh mal richtig durch jetzt. Guppi-Verwandlung. So, ich kann mir ja noch Glück mit zwei Bossen. Und wir jetzt noch ein Guppi-Item kriegen. Okay, zum Glück hat er nicht zu viel schießen können. Oh, okay, man ist hart. Lange ist es so. Mann, Schuss. Okay. Also das wäre jetzt ein Erfolg gewesen. Da haben wir natürlich das so ein bisschen hinter ins Herz und die Schüsse. Okay, ein bisschen einfacher. So. Da haben wir noch einen Boss, oder? Eigentlich habe ich ja erst schon geplant, dass wir auch ohne. Nein, mit. Aber ich konnte einfach. Habe ich zwar nicht gesehen, aber Bart ist da an der Stelle. Sick.
So, und wir fahren nämlich noch ein bisschen Nomad und wir haben eigentlich soweit alles abgeschlossen. Gut. Wir wollen Leben sogar rausgekommen. Was will man mehr? Was will man mehr? Okay, das wäre definitiv peinlich gekommen. Also, kann ich fliegen wenigstens? Ja, wenigstens kann ich fliegen. Was habe ich noch? Ah, oh no, deswegen habe ich gerade gepupst. Und relativ 99 Bomben, wow, gut, könnte ich jetzt noch alles abfrühstücken. Aber Wunderdübel haben wir es erfolgreich abgeschlossen. Zwar mit diesem Projekt ist nicht geklappt, aber wir haben mit dem nächsten Charakter Lilith die Leon besiegt. So, mal gucken, ob ich das mit The Lost auch noch hinbekomme. Aber was mache ich? Was ich mache? Na, müssen wir schauen. So, in dem Fall sieht man sich beim nächsten Mal wieder und tschüss.